So, ich bin wieder da und ich habe jetzt auch die Aufnahme gedrückt. Baby. Danke. So, du bist am Bahnhof, ja? Ich bin am Bahnhof, ja. Und wir verstehen nur Bahnhof. Also ich habe anscheinend Bahnhof verstanden. Hab Ich mich hab's anscheinend jetzt. verdrückt. Weil der Jetzt Peter, der kann hat gut. das gelöst. Ich hab's, genau. Ich hab zuerst den Code eingegeben, wo ich gefunden habe. Und dann hatten wir den Code eingegeben, wo. Genau. Ja, Also, du mit der Uhr, drückst. ne? Das war ja der Uhrencode hier. Ja, das ist mit der Uhr. Gut. Bis man da erstmal drauf kommt. So, und jetzt bin ich mal ganz konzentriert und dann klappt das bestimmt. Also, du drückst einmal nach oben. Einmal rechts. Moment. So, rechts. Ja. Dreimal hoch. Dreimal hoch. Vielleicht war das der Fehler. Sieht gerade aus, als hätte ich das, glaube ich, vorher nicht so gemacht. Dann einmal nach rechts. Okay. Einmal runter. Einmal runter. Dann dreimal rechts. Eins, zwei, drei. Einmal runter. Einmal rechts. Einmal runter. Und einmal rechts. Und es passiert nichts. Komm, ich zeig dir. Aber. Ich mach Screen. Ich zeig dir. Vielleicht brauche ich einen anderen Code oder was? Boah. Also, gibt's doch nicht. Bei mir steht der Zug da. Ach so. Da kam kein Geräusch, dass das irgendwie. Doch, 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 da kam ein kleines Geräusch. Dann habe ich die falsche Also, Uhrzeit. du bist links unten gestartet und rechts unten ist fertig. Ich zeig dir mal den Screen. Weil bei mir ist ein Kästchen höher. Was? Ja. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe doch gemacht, was du gesagt hast. Screenshots. Moment. Bin ich jetzt mal gespannt. Ah, du musst noch einmal mehr runter. Bevor du nach rechts gedrückt hast, hättest du noch einmal nach unten müssen. Wie, wo, wann? In welchem Kästchen denn? Ja, warte, ich guck. Ah. Hä? Aber du hast gesagt, eins runter. Egal. Dann habe ich mich vielleicht versprechert. Es waren zwei runter. Gut, jetzt tue ich das mal. Ja, ist egal. Hauptsache, wir kriegen es irgendwie noch gebacken hier. Eins hoch. Eins Eins rechts. rüber. Drei hoch. Eins rechts. So. Eins runter. Eins runter und drei rüber. Eins runter. Eins rüber. Zwei runter. Und eins rüber. Yay! Tschu-tschu. Super. Und der So, Zug dann drück. kommt auch um 9. So. Schön. Kapitel 3. Ja, Kapitel 3. Willst du vorlesen? Ja, Kapitel 3. Ich wusste, Lerke würde die Menschen nicht verletzen wollen, die in die Uhr fielen. So beschloss ich, ihnen einen Ausweg zu bieten. Die in die Uhr fielen. Okay. Ja. Bei mir steht, es war leichter, als ich dachte, von Tieren die Zeit zu entziehen. Oha. Deswegen braucht er die Tiere. Nun musste ich lernen, das Gleiche mit Menschen zu machen. Okay. 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 So, welches Jahr haben So. wir jetzt? 37. 1937. Okay. Okay, das Haus ist etwas gewachsen oder es ist jedenfalls. Ah, hier sind Glühbirnen. Da muss man, Ja, glaube ich. das Haus ist gewachsen, das ist auch gut. Das ist ein Bahnhof gewesen. Hier steht gesperrter Weg, guck mal. Außer Dienst. Ja, Glühbirnen. Ah ja, auch wieder außer Oh, man kann Dienst. draufklicken. Ja, wir müssen, glaube ich, den richtigen Code für die. Also von den Glühbirnen haben, dass wir die Tür aufkriegen. Okay, hier haben wir einen Fernsprecher. Oder auch Telefon genannt. Wie Fernsprecher. Ach so, Ich du bist. bin hier rechts lang gegangen in das Haus. Das sind auch Glühbirnen. Vielleicht muss man alle anmachen. Das fände ich eine gute Idee. Bing, bing, bing.
cool. Ja. Und so. Die letzte. Was? Ach komm schon. Wieso macht ihr das so schwer? Das wäre zu einfach gewesen. Das muss ich alle wieder ausmachen, oder wie? Oh. Ja. Naja, ich gucke erstmal. Ne? Wir gehen erstmal. Ich gehe auch mal ins Haus. Oh, ein Telefonsprecher hier. Genau. 12340 habe ich hier stehen. Oh, ich habe die Sternentaste gedrückt. So viele Nachrichten hinterlassen. Warte, ich weiß, du bist noch. Alles klar. Ich habe 5, 6, 7, 8, 9 plus dann dieses, wie heißt das Ding? Diese kleine Welle da. Ja, wie heißt's? Ich kann 4 und 0 nicht abrufen, weil da alles voll ist. Oh oh. Wie viele Zahlen hast du da stehen? Ich hab 5, vergessen. 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Hm. Da kannst du vielleicht auch 2 nicht sehen. So, hier steht, floss herunter und machte mir Angst. Hey, Lerke, ich bin so froh, dass du endlich... Wow, okay, da kann man doch keinen Satz mitbilden. Muss halt die richtige Reihenfolge haben. Ja, aber ich kann das nicht resetten. Doch, oder? Auf den Hörer drücken. Ah, okay. Cool. Ja, also wir müssen jetzt irgendwo den Code finden für die richtige Reihenfolge von dem Gespräch. Ja. Okay, das Postamt. Ach du je. Dass du endlich. Ich glaube, den anderen Teil des Satzes hast du. Weil hier passt gar nichts zu dem einen Satz, der klingt wie ein Anfang. Mit Hey Lörke, ich bin so froh, dass du endlich. Hm. Und dann passt nichts dazu bei mir. Aber es könnte sein, dass das vielleicht der Anfang ist. Weil steht Hey Lörke. Und hat einen großen Anfangsbuchstaben. Könnte sein. Ich bin jetzt gerade auf dem Postamt und da ist ein Brief drin. Jetzt also bist du schon wieder rausgerannt. Ich dachte, wir machen das hier. Ja, ich bin der Meinung, wir müssen jetzt den Code finden für die richtige Reihenfolge von dem Gespräch. Ach so, dumm. Ah, und ich dachte, wir müssten es rausfinden anhand vom Text. Denke ich auch mal ins Postamt. Mhm. Also ich habe da so Schließfächer. Hm. Und eines Schließfach oben ist offen. Okay. Und da habe ich den Brief. Ich bin so, oder halt den Zettel. Ich bin so aufgeregt, mit dir den Uhrenladen wieder zu eröffnen, Lerke. Bald werden wir wieder eine richtige Familie sein. Triff mich im Keller des Ladens. Bester Treffpunkt zum Abwachsen. Ja. Ja. Okay, also ich bin jetzt hier im Postamt und da ist eine Glühbirne, ein eventuell Radio und ein, wie heißt dieses Ding für Morsecodes? Morsegerät. Morsegerät, gut. Und ich kann hier wirklich Morsecodes machen. Piep, piep. Also ich habe jetzt hier Schließfächer in der Reihenfolge von 14, 16, 18, 24, 26, 28, 34, 26, 38, 44, 46 und 48. Ja. Ah ja, ja, genau. Das wird es sein, denke ich mal. Brauchen wir wieder eine Schließfachnummer und dann die Norden, Süden, Osten, Westen hinten, vorne, unten, oben. Okay. Vielleicht ist ja wieder dasselbe wie vorhin. Das war Schließfach 28. Ja, das hast du, glaube ich, aufgeschrieben, ne? Nordwest, nö. Nordwest, Südwest, Süden, West und 14 Uhr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Mist. Ich bin gerade in das Haus gegangen und du kommst einfach rein und es ist stockdunkel. Ich weiß nicht mehr, welcher... So, gehe ich mal raus. Wo geht's weiter? Ich bin im Haus. Im Haus. Ja, hast du nicht da noch... Im Uhrenladen. Wollten wir uns noch treffen im Keller. Ich dachte, im Haus im Keller. Im Uhrenladen im Keller. Warte, ich lese mal den Zettel. Moment, ich habe was angemacht. Ups. Oh, ups. Ups. Es dreht sich. Oh, nein, das ist ein... Oh, okay. Also wenn ich das Ding anmache, ich zeig dir mein Bild.
Also hier steht auf dem Zettel, triff mich im Laden des Kellers. Was? Im Keller des Ladens. Ich glaub, ich bin schon da. Ja. Okay, ich komme rüber. Dann machen wir ja gleich das mit dem Uhrendings da. Im Keller des Ladens. Super. Okay, also das Ach Ding nee, habe ich auch wie doof. Ich war doch im. Da bin ich doch schon. Du bist schon im Keller des Ladens. Bist du jetzt. Ja, ich bin schon im Ladenkeller. Ich dachte, ich bin im Haus. Nee, doof. Echt doof, egal. Vielleicht müssen wir dann, ja. Mhm. Vielleicht muss ich irgendwann was essen oder so. Ne? So, ich mache jetzt das Ding mal an. Ich habe dir ein Bild geschickt. Ja. Und das geht anscheinend auf Zeit. Ich habe es auch gerade angeschaltet, ja. Okay. Rabe. 3, 2, 1. Rabe. Oh, ein Rabe ist 3 Punkte. Hä? Also wenn ich auf Rabe drücke, dann zeigt er eine Schlange an. Nee, bei mir war ja ein Rabe im Bild und dann hätte ich ja, habe ich gedacht, ich muss Rabe drücken, aber dann ist nichts mehr passiert. So, ich habe 3 Punkte. Oh, mehrmals Rabe drücken bringt's auch nicht. Hä? Ja, Rabe. Hä? Vielleicht auch noch nicht so ganz das Richtige. Also nach dem Raben kommen ja 3 Punkte. Hast du das dann auch? Oder, nee, oder was musst du drücken? Bei mir kommt 3, 2, 1, dann 3 Punkte. Und dann drücke ich was und es ist falsch. Okay. Bei mir kommt erst der Rabe und dann kommt 3 Punkte und dann drücke ich was und es ist falsch. Jetzt habe ich den Raben gedrückt, dann kommt die Schlange. Und ah, wir müssen das rausfinden. Ich brauche noch einen Zettel. Was müssen wir denn rausfinden? Welche die richtige Reihenfolge ist. Und die fängt anscheinend mit dem Raben an, die du nicht kennst, die ich aber anscheinend weiß, weil ich ihn angezeigt kriege. So. Also, ich schreibe mal auf. Rabe. Ich notiere nur schon mal, ne? Okay. Im Discord. So, dann probieren wir mal. Was kommt als nächstes? Rabe? Schlüsselloch. Ist es nicht. Die Leiter war es übrigens, glaube ich, auch nicht. Die habe ich auch schon probiert. Okay. Rabe. Puppe ist es nicht. Hm. Ah. Ich hoffe, wir machen das hier gerade richtig. Also ich habe jetzt 3... Schlange. Okay. Nach der Schlange kommt eine 8. Hey, hast du nicht eben auch was von Schlange erzählt? Rabe, Schlange. Was habe ich gedrückt gehabt? Und danach steht da eine 8 bei mir. Rabe, Schlange, Motte. Rabe, Schlange, Motte. Rabe, Schlange, Motte. Und dann falsch. Ja, und dann bei mir auch falsch. Okay, ich schreibe auf Rabe, Schlange, Motte. Ja gut, wenn wir es dann gelöst haben, brauche ich es vielleicht nicht mehr abschicken. Damit du das dann auch willst. Da müssen wir doch irgendwo auch so einen Code dafür kriegen. Also es kann doch nicht sein, dass wir das jetzt nicht durchprobieren. Warte, meinst du? Ja. Wolf ist es auch nicht. Da müssen wir irgendwo einen Code dafür kriegen. Also okay, ich gehe jetzt dann mal. Geh mir. Ich würde jetzt mal ins nächste Haus gehen. Achso, da ist Tür zu. Jetzt gehen wir wirklich ins Haus. Da, wo ich eigentlich schon dachte, wo ich bin. Oh. Da ist er zu. So, gehen wir hier rein. Also das kleine Haus beim Telefon. Ah ja. Das andere war ja mal ein Bahnhof. Ach so, das gut, ist, da steht immer noch, hey Lörke, ich bin so froh, dass du endlich... Ach so, das ist ja das Telefon wieder. Was passt denn da bei dir? Du hast bestimmt den nächsten Satz. Was stand bei dir? Hey Lörke, ich bin so froh, dass du endlich... Und das war's. Wütend, aber leg noch nicht auf. Ich möchte wirklich, dass du... Nee, das passt nicht. Warte mal, wütend, aber leg noch nicht auf. Was steht da noch? Ich möchte wirklich, dass du... Okay, ich dachte... Das
dass du weißt, dass ich, bevor ich fortging, etwas... Okay, die 4. Bei mir ist das die 4, die nach deiner... Welche Zahl ist das bei dir? 5. Okay, also 5 und 4 haben wir schon mal. Okay. Ich lese mal die 4 fertig vor. Weißt, dass ich, bevor ich fortging, etwas für dich gemacht habe, um... Um... gemacht habe, um... Den Hirten... Nee. Um zu besuchen. Erst oben. Um da. Nee, geht auch nicht. Um dir Gesellschaft zu leisten. Ich wollte es dir. Das wäre jetzt die 9. Ich schick dir mal einen... Wir müssen noch einen Anfang von dem Gespräch haben. Ja, der Anfang ist ja meine 2. Mhm. Mit dem Hey Lurker. Das habe ich jetzt... Froh, doch, das ist da drauf. Ja, ist mit auf dem Screen. So froh, dass du endlich... Da? Nee, das passt doch nicht. Wie gesagt, da stehen jetzt nicht alle, ne? Da das Hashtag fehlt und die 4. Aber die 4 ist ja das, was wir jetzt schon haben. Moment. Ah, hey Lerke, ich bin froh, dass du endlich den Hörer abgenommen hast. Ich habe dir... Also das ist bei mir die 7. Okay, also 2 und 7. Ich bin froh, dass du was? Also bei dir die 2. Hey, ich bin froh, dass du endlich bei mir die 7 den Hörer abgenommen hast. Ich habe dir so viele Nachrichten hinterlassen. Das ist bei dir das Router. So viele Nachrichten hinterlassen. Ich weiß, du bist noch wütend. Wo ist das? Warte mal, also das ist die 2, die 7 und dann das Sternchen oder wie? Die Raute, ist es die Raute bei dir? Also so viele Nachrichten hinterlassen. Warte, ich weiß, du bist noch das zweite da. Das ist Sternchen. Die Raute ist... Das ist Sternchen. Ah, das kann ich nicht. Nee, warte mal. Nee, doch, Raute ist doch quasi das Hashtag-Ding. Das ist doch die Raute. Ja, das Sternchen. Ich habe das Bild gerade größer gemacht. Ja, so. Also 2, 7 Sternchen. Genau. So. So viele Nachrichten hinterlassen. Warte, ich weiß, du bist noch, Nummer 5 bei mir, wütend, aber leg noch nicht auf. Ich möchte wirklich, dass du... Also nach Sternchen kommt 5? Genau. Okay. So, ich möchte wirklich, dass du... So, und hier sind die letzten 2. Ja, die müssen wir haben, die letzten 2. Dass du... Ah ja. Die 5, dann kommt die 4. Also, genau, das hat man schon. Dass du weißt, dass ich, bevor ich fortging, etwas für dich getan habe, um die Gesellschaft zu leisten. Was ist das bei dir? Die 9. Die 9. Okay. Ja. Also 2, 7, Stern, 5, 4, 9 habe ich jetzt hier stehen. Genau, habe ich was vergessen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Okay. Die Gesellschaft zu leisten. Ich wollte es dir früher sagen. Aber du, egal. Also die 3. Also 9. Ja, 9, 3. Früher sagen, aber du, egal. Egal. Bist du da? Bist du da? Bist du noch? Steht da. Egal, bist du noch da? Also das Wellending da bei mir. Wellending? Ja, ich komme nicht auf den Namen, wie die Taste heißt. Ich schreibe eine Welle hin. Ich sehe sie ja nicht bei mir. Warte mal, habe ich die nicht irgendwo auf der Tastatur? Warte, ich gucke. Ja, doch, da ist er. Nee, da nicht. Welche Taste ist denn das? Das Ding, ich glaube Alt-Grö, oder? Ja, genau. Ja, Alt-Grö. Ja, genau, die habe ich gemalt. Ich weiß doch alles schon. Ich wusste schon ganz genau, was du meinst. Also, weißt du, bevor... So, wo waren wir? Die gibt es echt... Die gibt es doch nicht beim Telefon. Oder? Keine Ahnung, keine Ahnung. Früher sagen, aber du, egal, bist du noch da? Dein Rabe, der verschwand. Der, den du Kohl genannt hast. Also Null. Ich habe einen neuen für dich gemacht. Nach der Welle kommt die 0. Ja, genau. Haben sie die 0 gewählt? Mhm. Vor allem ist gerade aufgefallen, ne? Das Hashtag gab es ja auch nicht bei diesen ollen Telefon, oder? Also die Raute. Doch. Echt? Bei den ollen Dingern hier?
Ach so, bei diesem Telefon, das weiß ich nicht. Ich sage einfach mal nein, vielleicht stimmt's ja gar nicht. So. Keine Ahnung. Okay. Ich weiß nicht. So, cool, was fehlt jetzt noch? Ich habe einen neuen für dich gemacht. Er ist oben und er ist sogar besser. Dieser kann nicht sterben. Das ist die 8. Okay, und dann wahrscheinlich die 1, oder? Das müsste ja die einzige sein noch. Oder hast du noch ein zweites Sonderzeichen bei dir? Plus habe ich so. Noch. Also Plus und 1 fehlt noch. Ja, die 1 habe ich ja bei mir hier. Floss herunter und machte mir Angst. Ja. Mal, was ist das? Den Hörer abgenommen, ich glaube dir. Das Plus ist bei mir zu besuchen. Da ist jetzt ein dunkler Turm. Warte mal, wir haben ja noch die Raute. Kannst wissen, dass er nicht derselbe ist. Umgehe und sie selbst. Ist da ein Punkt hinterm selbst? Nee, da ist kein Punkt, aber passt die zur nach der 8? Sie selbst, nee. Also schick mir mal selbst. Deine bitte, ja. Die noch übrig sind. So. Und dann müssen wir das irgendwie mal vorlesen, wenn wir das dann irgendwie geknackt haben hier. Das ist ein cooles Spiel, ey. Gefällt mir. Schön rätseln. Ja. Stundenlang. So, 5, 6, 7. Er ist oben. Und er ist sogar besser. Dieser kann nicht sterben. Ist das der weiße Rabe, der einfach nicht sterben kann, weil der weiß ist? Das kann sein, ja. Magst du mir gerade mal kurz die Zahlen sagen, wo du hast? Ja, also ich habe 2, 7. 2, 7. Stern. 5, 4. Stern. 4. 9. 9. 3. Die Welle. Die perfekte Welle. Ja. Und die 0 und die 8. 0 und 8. Vielleicht lesen wir die einfach mal, wie wir sie jetzt haben. Also 2. Die 7 hast du. Stern. 5 hast du. 4. Die 9 hast du. 3. 0. So, bis zu 0 kann ich schon mal mitlesen hier. So, hey Lörke, ich bin so froh, dass du endlich den Hörer abgenommen hast. Ich habe dir. Das ist dann immer ein Wechsel. So viele Nachrichten hinterlassen. Ja, ich muss gerade gucken. So viele Nachrichten hinterlassen. Warte, ich weiß, du bist noch. Wütend, aber leg noch nicht auf. Ich möchte wirklich, dass du weißt, dass ich, bevor ich fortging, etwas für dich gemacht habe, um dir Gesellschaft zu leisten. Ich wollte es dir früher sagen, aber du, egal, bist du noch da? Dein Rabe verschwand, der, den du Kohl genannt hast. Ich habe einen neuen für dich gemacht. Was, es klingelt? Er ist oben und ist sogar besser. Dieser kann nicht sterben. Ich wollte jetzt einfach nur das nochmal löschen, damit ich die anderen nochmal rausholen kann. Moment, ich guck. Ja, es hat gerade geklingelt und da ging eine Leiter runter. Moment. Ja, also das Telefon hat einfach geklingelt. Ich wollte aber noch fertig lesen. 7, 5, 9. Also die ersten Zahlen so. Aber wie ging es weiter? Ich würde noch gern lesen. So, cool genannt. Liest du noch mal die 8 vor? Er ist oben und er ist sogar besser. Dieser kann nicht sterben. Gut. Ja, das ist bei mir auch eine Leiter. Ja, und was ist jetzt? Da war ja noch mehr zu lesen. Was kommt denn jetzt nach der 8? Da ist ein Punkt. Fertig. Nee. Ich habe ja hier noch den Text zum Beispiel. Ich sehe es ja an den Bildern, die ich dir geschickt habe. Kannst du wissen, dass er nicht derselbe ist, aber geh und sie selbst. Warte mal, ich guck mal gerade die 8. Er ist oben und er ist sogar besser. Dieser kann nicht sterben. Oder das sind solche Texte, die jetzt nicht mehr zusammenpassen. Das kann sein, ja. Jetzt haben wir den Code, also diesen Code. Und jetzt geht's nach oben. Aber die Fetzen sind auch interessant. So, dann gehen wir mal hoch, ja. Oh. Ist immer offen.
Oh, ich habe jetzt hier einen Vogelkäfig mit einem mechanischen Raben und drei Zs. Ich habe jetzt hier solche Zettel an der Wand mit Skizzen für Erfindungen oder Okay. Mechaniken. Okay. So, ist jetzt hier noch irgendwo links Das ist oben einfach was? ein mechanischer Rabe. Ja. Und da habe ich jetzt drei Felder, wo ich bestimmte Buchstaben reinmachen muss. Okay. Von A bis Z. Und dann gibt es noch dieses AE halt, zusammenhängt das durchgestrichene O und das A mit dem Kreis oben drüber. Habe ich jetzt da noch. So, was hast du denn für Zettelchen? Ja, ich glaube, ich zeig dir die einfach mal. Moment. Ach du je. Ja, ich kann die anklicken, aber das war's auch schon. Ich glaube, ich kann sonst nichts mit denen machen. Aber da Okay. ist in der Mitte, auf dem Zettel, wo der Rabenkopf ist, da ist ja dieses Morse-Teil wieder dabei, ne? Ja. Ja. Also ich brauche drei Buchstaben, brauche ich halt. Drei Buchstaben. Ich Ja. kann auch nicht nach links und rechts. Ah, hier ist ein 3, B. 6, 9. Was ist ein B? Huh? Ja, hier Seitenlänge X und C. B. X ist immer die Höhe. Ist das ein I? Ich weiß nicht, es ist halt eine technische Zeichnung, ne? Da, ja. Da ist eine 6, da ist ein A drauf. 32,4. Ja. 4C. Oh. Interessant. Ich zeig dir mal das hier in größer. Moment. Ich tue hier immer Rabe, Schlange, Motte, habe ich hier immer noch. Ich muss das immer noch kopieren. So. Da sind drei Pfeile in diesem inneren Kreis. Einmal auf. Ja, weiß Ja, ich nicht. von 12 zur 3, von 3 zur 6 und von 9 bis zur 12. Genau, aber da ist noch im Inneren ist immer noch, ups, ein Kreis und da ist so ein kleiner Pfeil bei der 1 oder so. Und bei der 5 vielleicht und bei der 9. Diesen kleinen Pfeil. Ich. Ja. Vielleicht haben die auch noch irgendwas zu sagen. Ist das eine 1? Oder ist das anderthalb? Nee, ist eine 1. Ich schreibe einfach mal eine 1 auf. Eine 5, so wie ich es erst dachte, und die 9. So. Und dann noch halt 12, 3, 6, 9. Wer weiß, ne? Okay. Es könnten aber auch vielleicht die Buchstaben sein. Das ist jetzt der erste Punkt, das A, B, C. C, vielleicht ist Nummer, ich probiere das einfach mal. C, D, E, F, G, H, I, J. J. J, wo ist es? Hast du Wo ein kann man C? Screen? Von dem Bild habe ich ja. Okay. J, kommt gleich. K, L, M, N, O, P, Q, R, S. O, P, Q, R. Na gut, das S könnte es natürlich auch falsch sein, weil es in der Mitte von dem Ding da ist. Passiert natürlich nicht. Ah, so sieht das aus. Na gut, die anderen Zettel, die erklären halt die Mechanik von dem Vogel, wenn ich das richtig sehe. Kannst du mit dem Morsegerät irgendwas machen? Ja, ich war gerade dort und habe irgendwie mir eingebildet, ich könnte mal was drücken, aber es funktioniert nichts. Okay. Ich meine, was soll ich mit dieser 159 machen, mit diesem Morse-Ding? Ich bräuchte irgendwie was, 1, 5, 9. Ich meine, selbst wenn ich diese drei Buchstaben, ne, dieses A, E, I. Gut, 1, 5, 9. Wenn du beim Morsegerät 1 einmal drückst, dann 5 mal und dann 9 mal. Ja, aber so viel kann ich nicht. Ich habe quasi, warte mal, zwei Reihen mit jeweils 5 Punkten habe ich. Ich könnte gar nicht 9 mal drücken. So. Gut, 1, Aber man 5, kann anscheinend 9. Zeit dazwischen haben. Weil das hat ja auch was zu sagen, wenn da Zeit dazwischen, zwischen den
Punkten ist, das ist ja quasi der Code. Und da kann man ja Buchstaben mitsenden. Und vielleicht geht das ja AEI, nur ich habe keine Ahnung. Wie man die. Also ich habe ja noch nie Morsecode gemacht. Ich kenne es ja nur aus dem Fernsehen. Mit Morsecode, das ist ja mit kurz, kurz, lang, lang und so weiter. Ah, gedrückt halten. Vielleicht. Also AEI ist es nicht, weil der Vogel rührt sich nicht. Ah, okay. Vielleicht muss ich auch in so einer. Es hat's Ding gemacht, okay. Kann ich jetzt rein? Nein. Vielleicht können wir ja da rein, wenn alle Rätsel gelöst sind. Warum sind hier überhaupt Kerzen, Mann? Vielleicht haben die auch irgendwas zu sagen. Ja, es sind zwei Kerzen. Ich gehe mal kurz in den Laden und dort in den Keller, bevor ich jetzt wieder was Falsches sage. Stimmt, da können wir auch noch hin. Also ich finde, ich habe jetzt nichts gesehen. Oh, ich bin falsch. Also ich finde, ich habe jetzt nichts gesehen, womit wir da jetzt rausfinden können, was wir drücken müssen, außer dass wir es wirklich irgendwie anhand vom Drücken dann rausfinden müssen. Schlange, Motte. Habe. Schlange, Motte. Motte. Okay, die Sandu ist es nicht. Das Kind auch nicht. Ja. Der Rabe, Wolf, Schlange, den hatte ich vorhin Motte. Schon, glaube ich. Der ist es auch nicht. So, okay. Rabe, Schlange, Motte. Rabe, Schlange, Motte. Keine Pippi. Rabe, Schlange, Motte. Nochmal Rabe ist es auch nicht. Hätte ja sein können. So, ja. Das kann natürlich auch sein, ja. Ja, ja, deswegen. Rabe, Schlange, Motte. Leiter ist es auch nicht. Zahnrad ist es auch nicht. Doppelmotte ist es auch nicht. Also da könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass man da irgendwo einen Code rauskriegen muss. Schlüsselloch, Schlüsselloch. Was? Schlüsselloch. Das vierte ist Schlüsselloch. Da steht Motte minus 1, was? Hä? Also Rabe, Schlange, Motte, Schlüsselloch. Ich hab's dir mal geschickt. Ja. Ich kann sie dann editieren, das geht ja auch. Ja. So. Rabe, Schlange, Motte, Schlüsselloch. Ach. Sanduhr, ja. Sanduhr. Ah, okay. Warte. Rabe. Ja. Schlange plus 1. Hä? Der Schlüsselloch kommt immer irgendein komisches Symbol. Und zweimal was Verschiedenes. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Rabe, Schlange, Motte, Schlüsselloch. Oh. Sanduhr. Sanduhr, ja. Und das war auch richtig. Ich habe es gerade sofort getestet. Okay. Rabe, Schlange, Motte, Schlüsselloch, Sanduhr. Okay. Der Wolf ist es nicht. Okay. Rabe, Schlange, Motte, Schlüsselloch, Uhr, Zahnrad. Ich hab die Uhr vergessen. Zahnrad, Zahnrad. Okay. Uhr, Zahnrad. Schreibe ich, jetzt schreibe ich auch mal mit. Kannst du mal in der Nachwelt keine mal lesen, aber. Eisenbahn. Danach ist es die Eisenbahn. Ich dachte immer, es wäre Leiter. Für mich war es eine Leiter. Motte, Schlüsselloch, Uhr,
Zahnrad, Gleise, Gleise, Puppe. Zu so editieren, schick mal ab, Puppe, bitte. Puppe, Puppe. Oh. Ich habe gerade auf Zettel und Stift erstmal mitgeschrieben. Schnell. Ach so, ach so. Also, Rabe, Schlange, Motte, Schlüsselloch. Wie kriegt man den geraden Strich da hin? Ach so, Alt-G und dann diese Pfeiltasten unten rechts, unten links. Warte, warte, warte. Ah, I see, I see. Uhr, Rad, Rabe. Ich kann richtig schreiben, das wäre auch hilfreich. Ja, ich warte mal, bis du fertig bist. Ich kann mir das nicht gut merken. Gleise. Ach, ja. Dann Lipüp. So, so sieht es jetzt erstmal aus. Super. Auf ein neues. Rabe. Rabe. Schlange. Schlange. Motte. Motte. Schlüsselloch. Schlüsselloch. Uhr. Zahnrad. Gleise. Puppe. Und... Wolf, oder? Nee, nein! Falsch. Aber es war doch der letzte, der übrig war. Ja, vielleicht ist doch was doppelt. Rabe, doch. Schlange, Motte, Schlüsselloch, Uhr, Zahnrad, Gleise, Puppe. Ja, guck mal, da sind ja oben so viele Punkte und unten sind auch noch welche. Vielleicht müssen wir die alle voll kriegen, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ja, aber ich glaube, das ist so. Nee. Doch. Rabe, Schlange, Motte, Schlüsselloch, Zahnrad. Das ist schon falsch. Scheiße. Nicht mal richtig ablesen kann ich hier noch. Also, Rabe. Doppelpuppe Schlange, ist es nicht. Motte, Schlüsselloch, Uhr, Zahnrad, Gleise, Puppe. Puppe? Puppe? Motte. Motte. Oh, nochmal Motte, ja. Ja. Und. Streit. Schlange, Schlange, Motte und Schlange kommen dazu. Und. Ah, die Uhr war's nicht. Motte. Schlange. Okay. Ach du Scheiße, das ist ja übel. Das wird was, ey. Ja, aber wir sind ja schon gut weit gekommen, ne? Rabe. Schlange. Motto. Schlüsselloch, Uhr, Zahnrad, Gleise, Puppe, Motte, Schlange, Bums. Also. Rabe, die Leiter ist es nicht. Okay. Motte. Schlüsselloch. Das kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Ja, Zahnrad, Gleise, Puppe, Motte, Schlange, Wolf. Okay. Tipp's gerade mal so rein, dann können wir von dem einen, wo ich da angefangen habe. Vogel, Schlange Vogel, grad... danach ist nochmal Rabe. Und? Die Uhr war's nicht. Schlange, Wolf. Rabe. In dem Fall nicht richtig. Ja, klingt wie falsch. Ach, hast du das nochmal ordentlich gemacht. Sehr gut. Ja, da kann ich besser gucken. So. Vogel. Ja. Falsch. Nur falsch. Was soll ich nehmen? Nochmal Schlange. Nach Rabe kommt nochmal Schlange. Und Schlüsselloch. Okay. Oh, wow. Und. Schlange, Schlüssel. Ja, warte, ich editiere es dazu. Ja. Das war jetzt Doppelglück. Schlange. Uhr. Nee, Schlüsselloch. Boah. Schlüsselloch, ja. Nicht mit SCH schreiben.
Bitte nicht. Also ich, ne? Ja. So. Rabe, Was habe ich Schlange, denn danach gedrückt? Motte, Was habe ich denn Spinne, gesagt, was es nicht war? Uhr, Egal. weiß ich nicht. Farbe. Muss eigentlich auch irgendwo dann so ein Zettel auftauchen, wo es draufsteht. Ich Oder habe meinst keinen gesehen. du, das ist wirklich so, wie wir das jetzt hier machen? Keine Ahnung. Nach Schlüsselloch kommt Zahnrad und die Uhr ist es dann nicht mehr. Und ich habe jetzt vergessen, wo ich war. Ups. Zahnrad. So. Weiter geht's. Auch wieder falsch. Also ich habe jetzt gerade kein Glück mit den Dingern. Was war's denn nicht? Der Wolf war es jetzt nicht. Okay. Aber kann sein, dass du es gerade vorher gesagt hast, dass du den gedrückt hast und da war es nicht. Kann sein. Das ist Schlange. interessant. Schlüsselloch. Zahnrad. Ich glaube, die Gleise waren es nicht, ne? Die Motte war es auch nicht. Ja, dann machen wir halt mal weiter. Ja. Da müssen wir jetzt irgendwie durch. Motte. Schlüssel. Uhr. Man soll das Gerät auch anschalten, Mann. Wo war ich jetzt? Scheiße. Gleise, okay, richtig. Der Rabe ist es nicht. Also kein Rabe, kein Zahnrad, kein Wolf. Das andere weiß ich nicht mehr. Schlange, Zahnrad, Ja, Schlange. okay. Ich schreibe auf. Oh, jetzt ist es ausgegangen. Wie fehlen denn noch? Das hört doch gleich mal auf. Ich habe keine Zeit, darüber zu gucken, auf die Punkte. Rabe. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, noch zwei. Oh, da sind wir ja gleich durch. Ja, schon, ne? Schon. Wir sind schon durch, bald. Rabe. Nein, ich habe irgendwas falsch gedrückt. Oh, ich habe die Schlange vergessen. Ich darf nicht quatschen beim Tippen hier. So. Hä? Ich habe die Motte vergessen. Das dritte habe ich vergessen. Also mit Aufschreiben kommst du hier gar nicht weit. Also wer das sich merken kann, der hat hart dran gearbeitet, das zu können. Also ich kann es nicht. Also, ich weiß ja nicht, ob die Bilder, wo dann auch auftauchen, auch irgendwas zu sagen haben. Ja, das weiß ich auch nicht. Also. Aber ich kann nicht darüber gucken, was ich als nächstes tippe und dann auf das Bild gucken. Ja. Obwohl, ja, Zeit Ja, gibt's. schwierig. Ja, die Zeit fängt dann halt an zu ticken. Ja. Also. Rabe. Schlange. Motte. Jetzt habe ich auf das Bild geachtet, weil da stand Rabe plus 3. Heißt das, es kommen noch 3? Weiß ich nicht. Ja, weiß auch nicht. Das verwirrt mich jetzt nur. Ich höre einfach auf damit. Ich mache einfach hier stumpf weiter. So, das.
das. Das. Kleine. Oh, Zahnrad, ja, vergessen. Gott. Ja, sobald ich versuche, mich so ein bisschen auf die Bilder zu konzentrieren, was es bedeuten könnte, ist die Zeit schon wieder rum oder ich tippe falsch. Ja, das ist. So, jetzt konzentriere ich mal. Jetzt habe ich nämlich die Motte als Stange genommen. Direkt das zweite versemmelt. Yay. Rabe? Es ist natürlich auch ungeschickt, wenn ich mir nicht mal merke, was ich vorher gedrückt habe. Ja, also vielleicht brauchen wir auch eine Pause oder so. Vielleicht mal so ganz kurz mal. Das ist ja auch anstrengend da. So, jetzt bin ich beim letzten. Was drücke ich? Feder steht da. Vogel. Jawohl. Und jetzt? Jetzt weiß ich nicht. Ah! Was? Schlange, Vogel. Da war ein Vogel im Bild. Dann habe ich halt einfach nochmal den Raben gedrückt. Und der war richtig. Okay. So. Es fehlt nur noch eins, ne? Oder wie war das? Ja, aber wenn jetzt da. Da kamen ja auch so Bilder mit Gleise plus zwei. Was ist das dann? Keine Ahnung. Einfach nur drei Punkte oder. Aber es gab nur einmal Gleise. Vielleicht ist das letzte jetzt die Gleise, weil es gibt drei Raben und da stand ja auch Rabe plus drei. Also Rabe gibt es dreimal, Gleise gibt es vielleicht zweimal dann. Ja, gut, dass du das sagst, das probiere ich auch. Ja. So, Konzentration. Vielleicht ist das jetzt wie das Würstchen hier. Motte. Was wollte ich nehmen? Gleise. Nee, ist falsch. Okay. Jetzt war ich so konzentriert. Was wollte ich nehmen? Beim Rabe stand jetzt Flucht. Was? Mhm. Das könnte vielleicht mit der Uhr zusammenhängen. Das kann sein. Ist das mal. Ja, ich mache nachher mal, also. Screenshots. Ja. Ja. Also, ich kann ja sonst nicht hingucken, das geht ja nicht. Ja, aber was könnte das letzte sein? Die Gleise sind es nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich davor falsch hatte. Nochmal. Also die Sanduhr ist es nicht. Also ich habe so von jedem ein Bild gemacht und das letzte fehlt jetzt halt. Ah, okay, ich hab's vergessen. Das ist gut. Die Motte ist es auch nicht. Okay. Also keine Motte, keine Gleise, keine Schlange, hast du gesagt, ne? Ja. Okay. Ja, kannst ja später irgendwann mal die Bilder, wir machen erstmal hier noch weiter. Das letzte fehlt ja scheinbar, ne? Boah, jetzt vertippe ich mich schon mittendrin. Ja, das letzte fehlt noch, ja. Gut. Geht's, das kriegen wir doch jetzt noch hin. Mhm. Also, Farbe. Nein, vertan! Motte. Schlüsselloch. Uhr. Zahnrad. Gleise. Puppe. Motte. Schlange. Wolf. Farbe. Schlange. Puppe ist es auch nicht. Schlüsselloch ist es. Boah. Okay. Alter. Jetzt bleibt das Ding an hier. Okay. Wir haben hier oben eine. Ich zeig dir einfach das Bild. Warte. So. Vielleicht siehst du es ja auch gleich bei dir noch.
Reise. Ja. Oder sieht bei dir anders aus? Motte, Schlüsselloch, Zahnrad, Schlange, Rabe, Schlüsselloch. Das sieht bei mir tatsächlich anders aus. Ja, dachte ich mir doch. Aber nicht viel anders. Gut. Und wie das aussieht, sehen wir in der nächsten Folge. Tschüssi. Ciao.